Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Spelunky. Wir sind hier gerade stehen geblieben. In Level 2, 3. Beziehungsweise am Anfang von Level 2, 3. Oh, das wäre fast schief gegangen. Meine Fortsätze aus dem letzten Let's Play werde ich beibehalten. Ich versuche langsam zu machen. Ich versuche auf alles Mögliche Acht zu geben. Möglichst keine Gefahr eingehen. Genau, deswegen war es auch gut, dass ich das weggeschmissen habe. Das Seil ist auch gut. Da können wir auf jeden Fall runter ohne Probleme. Was gibt es denn da zu gewinnen? Ich weiß nicht, was der Umhang macht. Auf jeden Fall ist da der Ausgang. Ich weiß nicht, ob wir es riskieren sollen. Aber eigentlich habe ich ja gesagt, ich riskiere nichts mehr. Oh, die ziehen nur 2 Leben ab. Oh, ich habe gedacht, die ziehen viel mehr ab. Ich habe gedacht, das ist so One-Hit. Scheiße. Dann halt so. Nein, ich hab das Space gedrückt. Ja, links geht nicht. Ist da oben was? Das habe ich nicht aufgepasst, was ich gedrückt habe. Hier kommen wir runter ohne Probleme. Die Pflanze ist eigentlich kein Hindernis. Auch nicht beim Rausgehen. Ist weg. Der Piranha ist noch ein Hindernis, aber den kriegen wir auch rum. Der hängt schon. Ups, jetzt kann der uns dann noch Schaden machen, wenn er hängt. Okay. Au. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Ich frage mich, ob ich es irgendwann schaffe, innerhalb von 4 Level 8 Herzen zu haben, also mindestens. Weil durch die Königin der Wespen können wir ja auch mehr sammeln. Links, rechts, wo ist kürzer? Da ist kürzer. Kein Ausgang zu sehen. Da ist ein Ausgang zu sehen. Tjo, dann geht's weiter. Wir könnten jetzt dann nur das Problem kriegen, dass der Tunnelmann Geld will. Wenn wir kein Geld haben. Ich höre das Mädel von links, von rechts schreien, dann gehen wir lieber mal nach rechts. Da unten ist sie. Okay, nee. Nee, da gehe ich jetzt nicht hin. Das war geplant. Das war auch geplant. Der wird gleich auf uns zurennen, vermute ich. Oder auch nicht. So war es geplant. Eigentlich wollte ich die gerade wegschmeißen, aber es ist mir zu gefährlich momentan. Der lebt noch. Weg. Boah, der kommt gleich angerannt. Scheiße. Scheiße. Hier schnell rüber, dann müsste auch der Ausgang schon da sein. Und somit sind wir in Level 4. Cool. Dafür haben wir in der letzten Zeit relativ lang gebraucht. Wir haben auch noch 3 Herzen. Wahnsinn.
Aber ich muss sagen, manche Level sind einfach, manche Level sind schwer. Könnt ihr euch noch an das Level da erinnern mit diesen ganzen Bumerang-Leuten? Also das fand ich echt übertrieben schwer. Vor allem, wie soll man das schaffen? Tja, das habt ihr davon. So, hier geht's runter, da kommen wir ohne Probleme hin. Hier auch. Wow, wir haben's geschafft, wir haben's geschafft. Fast natürlich. Wir haben's geschafft, wir haben's geschafft. Was will der Tunnelmann? Hi, Tunnelmann, Abkürzung, ja. Seile, natürlich kannst du zwei Seile haben. Yippie. Entweder wir haben die Abkürzung jetzt schon oder demnächst, wenn wir es nochmal geschafft haben. Irgendwie gefällt mir die Landschaft hier viel besser. Was ist das eigentlich? Wow. Ja. Ah, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob wir die Abkürzung haben, aber ich vermute nicht, sonst wären wir nämlich dort. Aber ich schaue noch mal schnell. So, hoffentlich. Nein, leider nicht. Also das heißt, einmal müssen wir es noch schaffen. Und das ist jetzt. Das ist jetzt. Wir machen hier schön langsam, vorsichtig, nacheinander alles weg. Den Typen schnappen wir uns, wenn er über uns ist. Oder den unter uns. So. Den Bumerang haben wir. Den haben wir auch. Der ist auch weg. Warte, bis der sich rumgedreht hat, weil sonst kriegen wir einen auf den Deckel. So. Funktioniert doch gut hier. Jetzt können wir auch hier hoch. Ohne, dass der uns Probleme bereitet. Jetzt kommt noch der blöde Frosch. Ich hole mir mal kein Geld. Da war was drin. Da ist der Ausgang. Ich kümmere mich. Am besten schmeiße ich das Mädel da runter. Der kann ja nichts passieren durch die Viecher. Außer durch das. Ja, das war leider die falsche Ecke. Aber, naja. Kann man nicht helfen. Wir haben auf jeden Fall kein Leben verloren. Das ist schon mal ein schönes Resultat, meine ich. Hier kommen wir auch relativ schnell nach unten, das gefällt mir. So, da drüben sollte auch dann gleich schon wieder der Ausgang sein. Geld nehmen wir uns mit. Und dann schauen wir doch mal. Level 2, 3. Dieser Folge geht's aber echt gut ab. Oh Gott, den Stein drüben will ich nicht sehen. Das ist der Stein des Geistes. So, der soll noch eins weiter springen, dann ist er nämlich hinüber. Nein! Hm. Wow, da geht's raus. Das Geld noch schnell einsammeln. Ja, ich denke.
denke mal, wir haben eigentlich alles, was der Tunnelmann haben möchte. Und jetzt sind wir auch schon wieder in Level 4. Machen hier schön langsam. Das hilft ja irgendwie total. Wenn ich einfach ewig brauche zum Überlegen, das hilft. Muss schon sagen, hätte ich nicht gedacht. Okay, aber auch die Waffe ist nicht schlecht. Allein durch den Bumerang haben wir uns schon relativ viel Ärger vom Hals gehalten. Und da sind wir auch schon am Ende und haben kein Herz verloren, glaube ich. So, was will der Tunnelmann? Eine Schrotflinte will er haben. Okay. Wir haben leider keine Schrotflinte. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir zu ihm kommen, müssen wir eine Schrotflinte mitbringen. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal eine suchen. Oh, Pinguine. Und wir sind schon im nächsten Level. Das geht ja ab. Geht ja ab, ab, ab. Ab, ab, ab. Hier. Wir sind ja echt fix. Ja, Hilfe, ich falle immer noch. Ja, habe ich auch das Gefühl. Aber gut, das heißt, wir müssen uns jetzt irgendwie eine Schrotflinte besorgen. Ich weiß noch nicht genau wie. Vorhin hatten wir... Oh, ich hätte nach unten gucken sollen. Vorhin hatten wir ja welche. Also relativ viele. Aber wo ich die jetzt so auf die Schnelle herkriegen soll... Oh, oh. Das ist auch cool. Ich gebe sie ab, drück Space und ich bin tot. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Geld. Wir brauchen Geld, 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 Geld. Und einen Laden. Geld und Laden. Es ist nur gut, wenn der Laden vor dem Geld kommt. Dann haben wir ein relativ großes Problem. Ich weiß gar nicht, wo ich das ganze Geld herkriegen soll. Was wir dafür brauchen. Da zum Beispiel. Der packt es, glaube ich, wieder nicht hochzukommen. So rennen die dann eigentlich immer los. Hallo? Was soll mir ihr helfen und was macht sie? Sie haut ab. Ich will da nicht an der Pflanze vorbei. Außerdem ist hier Geld. So, wo geht's weiter? Hier geht's raus. Wow, wir haben relativ viel Geld geschnappt. Jetzt brauchen wir bloß noch einen Laden. Und ich hoffe wirklich, wir finden einen. Ja. Und wenn nicht, haben wir ein Problem. Ich wüsste auch nicht, wo wir jetzt eine Schrotflinte herkriegen sollen. Ohne einen Laden. Ja, gut, in so Kisten und so weiter gibt es die schon, aber... Muss man erstmal wieder eine finden. Wir brauchen einen Laden. Einen Laden. Bin Laden. Bin im Laden. Hallo? Mein Witz war nicht so schlecht.
dass er mich hauen müsste. Er war nur noch schlechter. Ja, bitteschön. Die nehmen wir mit. Ey, das war ja echt gut gezielt, möchte ich sagen. Hätte ich nicht erwartet. Oh, wow. Wow, wow, wow. Hä, wo ist denn der Ausgang? So, erstmal hochspringen. Zufällig den Ausgang gesehen? Habe ich irgendwas übersehen? Oder geht es wirklich darüber? Oh. Weg mit dir. Du kommst mit. Und Level 4 seht ihr in der nächsten Folge. Und da werdet ihr auch erfahren, ob wir eine Schrotflinte finden oder nicht. Bis dahin, tschüss.